Gut, ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier in der Roten Fabrik im Clubraum. Wir sind ja dann besetzt worden, darum haben wir uns verschoben. In einen neuen Clubraum sozusagen. Ja, wir schauen mal, was passiert. Vielleicht werden wir dann da auch noch besetzt. Dann schauen wir, was wir machen. Aber wir ziehen einfach mal unser Programm durch, das wir so geplant haben. Ein Slam-Poet, eine Slam-Poetin, die sehr aktiv sind in der Schweizer Szene, die auch immer wieder politische Texte lesen. Und die haben jetzt exklusiv einen Text verfasst für den heutigen Abend zum Thema, rund ums Thema herum. Und ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, wie das passiert. Insgesamt bin ich jetzt auf jeden Fall unglaublich gespannt und freue mich sehr. Und ich hoffe, ihr freut euch natürlich auch. Und darum möchte ich auch schon den ersten Poet eigentlich ankündigen jetzt am heutigen Abend. Wir müssen uns jetzt auch ein Spürchen beeilen, damit wir nachher noch genug Zeit haben, um den Film zu zeigen. Und ich möchte gerne einen Mann ansagen, der mittlerweile schon seit 11 Jahren auf Schweizer Poetry Slam Bühne und deutschsprachigen Poetry Slam Bühne unterwegs ist. Eine Institution in der Zürcher Slam-Szene, kann man eigentlich fast schon sagen. Der Mann ist 55, aber er sieht aus wie 30. Und es ist mir eine grosse Ehre, ihn hier anzusagen. Und ich bitte darum um einen herzlichen, um einen sehr, sehr warmen Applaus für den wunderbaren Simon Chen. Ja, herzlichen Dank. Ich erinnere mich, als ich klein war, kamen Tausende von Flüchtlingen aus Vietnam oder Kambodscha in die Schweiz. Man nannte sie Boat People. Dank ihnen können wir heute zum Vietnamesen. Wenn sich irgendwo auf der Welt ein Volk gegen ein tyrannisches Regime auflehnt, dann unterstützen wir freiheitsliebenden Schweizer, wir Tellensöhne und Töchter, wir ehemals von den Habsburger Geknechteten, dann unterstützen wir diese Demokratiebestrebungen aus der Ferne. Mit Geld, eventuell mit Waffen, sicher aber mit positiven Gedanken, wenn wir abends bei einem kühlen Bier Tagesschau gucken. Die Flüchtlinge hinter dem Grenzzaun, wie Tiere im Zoo. Nur im Schutz des Fernsehbildschirms trauen wir uns, sie anzustarren. Denn es sind Artgenossen. Sind Mitleid und Schuldgefühl eigentlich das Gleiche? Und dann klopfen sie bei uns an. Gestern noch im Fernsehen, heute vor unserer Tür. Grundsätzlich, wir Schweizer haben nichts gegen Flüchtlinge. Also persönlich gegen den einzelnen Flüchtling haben wir nichts. Wir haben höchstens ein bisschen Mühe mit den Flüchtlingen. Ein einzelner Flüchtling hat sicher seine berechtigten Gründe, zu uns zu kommen, aber wenn dann jeder mit seinen berechtigten Gründen kommt. Flüchtende Menschen sind zurzeit tatsächlich kein Einzelfall, sondern leider ein Massenphänomen. Ein Massenphänomen aber, das, ich weiß, das macht den Fall umso schwieriger, aber es ist so, ein Massenphänomen, das aus Einzelfällen, aus Einzelschicksalen besteht. Alle, die im Lotto leer ausgehen, sind ja auch Einzelfälle. Zwar sind sie alle Verlierer, aber jede und jeder von ihnen haben auf andere Zahlen getippt. Grundsätzlich, jeder Flüchtling ist ein Einzelfall. Oder zumindest die Ehefrau oder das Kind eines Einzelfalls. Wenn man all diese Einzelfälle erzählen ließe, da käme manche filmreife Story zusammen. Aber ob auch alle wahr sind? Die müssen sich ja auch verkaufen. Es geht allen gleich. Vielleicht mussten die ja gar nicht flüchten, sondern wollten. Es ist so, alle Flüchtlinge sind Asylsuchende, aber nicht alle Asylsuchenden sind Flüchtlinge. Mit den wirklich an Leben und Leib Bedrohten, mit denen, welche vor Krieg und Terror flüchten, fliehen auch andere aus anderen Gründen mit. Sozusagen Trittbrettflüchtende. Aber kann man es ihnen verübeln? Würden wir Schweizer es nicht genauso machen? Wenn es uns woanders besser gehen würde, ich übersetze das mal jetzt für Schweizer, wenn wir neuem Namen das besser würde verdienen, hätten wir hier längst keinen Dichtestress mehr. Und es hätte viel Platz für Flüchtlinge, Ausländer, Immigranten. Der Schweizer als Flüchtling. Stell dir vor, bei uns bricht ein Krieg aus. Nein, nehmen wir ein realistischeres Beispiel. Stell dir vor, der älteste Reaktor der Welt geht in die Luft. Ganze Landstriche werden unbewohnbar. Da muss auch geflüchtet sein. In einen anderen Kanton reicht dann nicht mehr. Grundsätzlich,
Die Schweiz hat eine humanitäre Tradition. Aber wo hört Humanität auf und wo fängt Überbevölkerung an? Wohin mit all den Flüchtlingen, die in ihrem Heimatland nichts mehr zu verlieren haben, aber bei uns eigentlich nichts verloren? Der Schweizer hat Angst. Angst, dass die Realität auch bei uns Wirklichkeit wird. Der Anstieg der Weltmeere bedroht die Insel Schweiz. Anstieg der Weltmeere nicht wegen der Klimaerwärmung, sondern wegen der Wasserverdrängung von den vielen Flüchtlingsbooten. Wir Schweizer Doppelverdiener schauen durch die dreifach verglasten Scheiben unserer 5-Zimmer-Wohnungen auf unser Land hinab und denken besorgt, wenn der Wasserspiegel weiter ansteigt, sind bald auch unsere Zweitwohnungen in den Bergen bedroht. Doch seien wir ehrlich, Eidgenossen, das einzige Boot, das hier voll ist, ist das Flüchtlingsboot. Ein Land, wo sich eine Gemeinde leisten kann, sich von der Aufnahme von Asylsuchenden freizukaufen und dies sogar mit direkt demokratischer Legitimierung, so ein Land, hat kein Asylproblem. Nebenbei gefragt, was hat eigentlich ein Glarner im Kanton Aargau verloren? Müsste man den nicht rückschaffen? Aber das ist zum Glück auch ein Einzelfall. Und bleibt es hoffentlich auch. Grundsätzlich, ob wir wollen oder nicht, sie kommen sowieso. Denn das größte Eingangstor nach Europa ist nicht das Mittelmeer oder die Balkanroute, sondern das Nord-Süd-Gefälle. Die Neigung, nach oben zu kommen, haben alle, die unten sind. Egal, ob wegen Krieg oder besserer Perspektiven. Damals hießen sie Boat People, heute Bootsflüchtlinge. Der einzige Unterschied, ich bin 40 Jahre älter geworden. Im gleichen Land, in diesem Land. Welch ein Glück, welch ein Glück. Der Simon Chen war das mit seinem Beitrag zum heutigen Abend und wir schreiten dann auch gerade weiter zu quasi der zweiten Poetin, die wir eingeladen haben, respektive die ich eingeladen habe, wenn ich so nett darf sagen. Sie wohnt mittlerweile schon seit 2 Jahren in Basel, etwas, was mir lange Zeit entgangen ist, aber ich sage es jetzt auf jeden Fall richtig an. Und es ist mir eine grosse Ehre natürlich, dass sie den weiten Weg da angefunden hat. Und ich bitte natürlich auch, dass auch sie mit einem warmen Applaus willkommen geheißen wird, die grossartige Amina Abdulkadir. Es ist noch schön, wenn man mal grösser gemacht wird. Hörst du? Hörst du's? Hörst du die Nachrichten, die nach Erste Weltkriterien richten? Richten über Dinge, die wir nicht kennen. Hörst du? Hörst du's? Hörst du die Klagen, die weder fair noch er, sondern nur beklagen über Dinge, die wir nicht kennen. Sch- Hörst du? Sch- Hörst du's? Hörst du das Unausweichliche? Das Nsch. Hörst du? Nsch, nsch, nsch. Hörst du's? Hörst du die Entscheidung, die ihm abhanden kam? Was bleibt, ist der Instinkt. Nsch, 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 nsch. Hörst du's?
hörst du die Entschuldigung, die ihm ihr eigenes Ende, Schuldigung, nimmt. Was bleibt, ist der Instinkt. Hörst du's? Hörst du den Anstand, wie er ihm aus dem Türrahmen zum Abschied noch kurz winkt? Was bleibt, ist der Instinkt. Hörst du's? Hörst du den Nenner in der ungleichen Rechnung? Mensch. Amina Abdulkadir. Wow. Das sind unsere 20 Minuten gewesen. Knallhart.